Die Lefthansjünger vom Orden des Gehörnten Gottes zählen in mancher Hinsicht zu den schlimmsten Gruppen, denen man in Oran begegnen kann. Selbst gegenüber einer Tempelherrin oder einem Dorfschäker kann man mit List und Gerissenheit etwas ausrichten, doch die Lefthansjünger haben nahezu jede zivilisierte Eigenschaft abgelegt und scheinen nur dem Ziel zu folgen, sich durch Schnaps und die Folter Unschuldiger zu amüsieren, so dass sie kaum Argumenten außer reiner Gewalt zugänglich sind. Angaben des früheren Streuners und des heutigen Ordensspeers Kusmin, Edler von Südquartier. Und so beginnen wir. Rafim, deine Nachtwache hat vor grob einer halben Stunde begonnen. Boltax nickt trotz dessen, dass er wach sein sollte, immer wieder weg. Mit dem ist wohl nicht viel anzufangen, aber du bist hellwach. Immerhin habt ihr Zandenspuren hier gefunden und irgendjemand sagte etwas davon, dass er im See etwas gesehen hätte, was sich bewegte. Aber ob das nur Schatten sind oder etwas anderes, wisst ihr nicht. Und so stierst du in die Flammen, blickst immer mal wieder zu den Pferden, die dort ebenso angebunden schlafen. Der Reitstrauß von Boltax, der dort ebenso steht und leicht schnarcht. Und deine Kameraden, die dort ebenso liegen. Ja, ich nehme an, der Balayan ist immer noch auf der Patrouille. Genau, also du weißt nicht, wo er aktuell ist, aber er hätte gesagt, dass er die ganze Nacht patrouillieren wird. Ja, dann würde ich immer mal wieder einen Blick in Richtung Wasser werfen, darüber wurde ich ja schon gewarnt. Und schauen, ob ich diese Schatten tatsächlich auch entdecken kann. Gib mir mal eine Sinnesschärfeprobe. Ja, du stierst in die Oberfläche, die sich auch immer wieder kräuselt, einige Kisten, die da wohl noch herumschwimmen. Es bewegt sich nicht viel, aber ja, wie gesagt, so ein Kräuseln der Wellen auf der Oberfläche von diesem See, der dann doch große Ausmaße hat. Und dann kannst du es viel zu spät hören, als sich ein Schatten anschleicht und dir seine warme Hand auf die Schulter legt. Wir müssen das Feuer ausmachen. Warum? Jemand kommt. Eine Patrouille. Zu Pferd. Weg die anderen. Und damit verscharrt er mit seinem Fuß. Kannst du das natürlich sehen, dass es Hassan ist. Scharrt er erstmal das Lagerfeuer so ab, dass es keine weiteren Lichtquellen vor allem mehr gibt. Und alles wird dunkel. Ja, ich würde erst bei Zulamin vorbeigehen. Wacht auf. Patrouillen. Zulamin schreckt hoch, schaut dich an und fasst sich dann relativ schnell, nickt dir zu und greift ihre Waffen. Ja, Ibolita würde ich ein bisschen treten und Kelbara auch. Ja, ich bin wach. Was ist denn? Wir vermuten Feinde. Okay. Schwert oder Stab? Naja, was auch immer Feuerbälle wirft. Okay. Und dann würde ich Abel mir an seinen feinen Schlafsack treten. Hey, was los? Naja, ich würde ja gerne sagen, es ist deine Wache, aber nein, da kommt irgendwer. Macht euch bereit. Gut. Ich würde mir auch noch den Schlafsack schielen und, nicht herrichten. Ja, der Lazar würde ich wachrütteln. Bei dem alten Mann habe ich Angst, dass der sonst über Korsfluss geht. Ihr müsst aufwachen. Ja, was? Der Ventilo greift irgendwie im Dunkeln nach seinem Wandschwert. Du kannst aber vermutlich sehen, dass es auf der anderen Seite liegt und er da ziellos im Gras tastet. Wo sind sie? Schnauze halten. Ich weiß nicht, ob sie feindlich gesonnen sind, aber es sind 10. Und in solch finsterer Nacht zu marschieren, birgt meist nichts Gutes. Woher kommen sie? Aus welcher Richtung? Von Süden. Ja, wie weit sind sie weg? Sicherlich noch vielleicht 100 Schritt. Wenn sie das Feuer nicht gesehen haben, haben wir Glück. Wie hoch schätzt ihr die Chance ein, dass sie es nicht gesehen haben? Kann ich schwer sagen. Aber sie unterhalten sich noch. Könnt sie hören. Lamin bezieht mal Position an einer Gebäudeecke.
an einem von den Durchgängen, die in unser Nachtlager führen, und lauscht in die Nacht hinaus. Man sieht ja gar nichts. Ja, es ist ja auch dunkel. Führen Sie Dämonen mit sich? Auf die Entfernung habe ich nichts gesehen. Ich werde mich bereit machen. Und mit diesen Worten fängt Rafim an, sich ein Dolch in den Arm zu rammen. Also gut, ihr Hunde! Vielleicht werden sie einfach vorbeiziehen, hm? Vielleicht. Aber Zulamin sieht nicht so aus, als würde sie daran glauben. Ja, ihr merkt offensichtlich, wie Rafim die Götter anruft. Valmalor, schick mir dein schwarzes Fell, auf das sie ihren letzten Tag erleben und ich noch einen weiteren. Wie laut betest du? Das versuche ich gerade rauszufinden, einen Moment. Rufst du die Götter laut an? Immerhin bist du Chorgeweihter, du musst dich nicht verstecken. Auch ein Hinterhalt ist Chorgefällig. Also, ich würde normal sprechen. Ich würde nicht nicht schweigen tun. Das würde keinen Sinn machen. Gut. Ich würde normal sprechen. Wenn er sowieso was gerade macht, werde ich mal paranoiderweise einen Namatrotz auf mich selbst zaubern. Ich wollte gerade fragen, andere Vorbereitungen, die ihr treffen mögt. Ich hingegen werde allerdings die Formel wegmodifizieren. Denn laut und deutlich sprechen erscheint mir gerade nicht der im allgemeinen Selbsterhaltungstrieb zugute zu kommen. Wir lassen uns Zeit. So, wir haben dann also eine 7 minus 4. 3. Und das halbiert sich runter auf die 2. Gucken wir uns das an. Ich möchte einen 3 Hammer-Trotz. Das sind 17 Punkte über. So, wir haben 3x3 3 sind 9. Und davon gehen die Hälfte von 17. Hälfte von 17 ist 9. Okay, ich zahle also einen HSP. Durchsuch die Ruinen. Wir haben Licht gesehen. Dort müssen noch irgendwelche Ratten sein. Ich fürchte, die haben das Licht gesehen. Wäre ich da auch. Wir könnten sie in den Hinterhalt lockern. Was haltet ihr davon? Vermutlich ist es der Trupp, dessen Spuren wir am Ufer gesehen haben. Wie stellt ihr euch diesen Hinterhalt vor? Nun, seht doch einmal dorthin über. Dort. Serpentino zeigt ein wenig zwischen den Ruinen hervor in Richtung des vermutlich. Es erscheint ein wenig Mond und Sterne, oder? Oder ist wirklich komplett finster? Ja, doch. Geht man dann spiegeln sich ja auf der Seeoberfläche wieder. Dort war irgendetwas, nicht wahr? Und wenn wir sie zwischen uns und im See bekommen könnten, hätten wir sie zumindest auf einer vorteilhaften Seite. Könnt ihr vielleicht eine Illusion, ein Geräusch oder so, ein Seeufer? Ich fürchte, alles, was ich euch anbieten kann, ist ein Licht. Also viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich mach mal was. Damit läuft Hippolyta erst einmal auf die Straße in Richtung Nordwesten und verschwindet. Was tut sie da? Rafim, halt sie im Zaum. Ja, Rafim sieht sehr stolz aus und schultert dabei sein Schwert auf seine Schulter. Ich könnte eine Illusion zaubern, dort hinten hin. Hilfe, Hilfe, oh nein! Tötet mich nicht! Das hat sich wohl erübrigt. Naja, aber ich denke, wir haben unseren Hinterhalt. So, komm mit den Schultern. Dann tut eure die Dinge. Und wir hoffen aufs Beste. Ja, ihr könnt währenddessen auch hören, wie jetzt es ein lautes Galopp gibt und dann preschen drei Reiter los in Richtung Norden. Wenn ich das Preschen höre, ich spreche den Guardian um. Ich hoffe, es wird durch das Galopp bei einer Fähre übertönt. So hoffe ich zumindest. So hoffst du zumindest. Sie würfeln eine Sinneschärfeprobe. Lass mich jetzt mal Guardian hören. Ich lasse mir mehr Zeit. Ich habe ja noch Zeit. Jetzt hoffe ich noch. Der Ventilo klopft kurz zu Damien auf die Schulter. Ich bin bei euch. Was auch immer das wert sein mag. Ich würde ihn auch gegen Zauber und Dämonen wirken. Also in einer Zweier-Erschwernis. Also minus 4 plus 6 gibt minus 2. Zauber und Dämonen ist keine Zweier-Erschwernis, oder? Wenn man Zeit hat, schon. Das plus 3 plus 3. Achso, du hast es schon verrechnet. Genau.
Aber wie soll ich dich jetzt versteinern? Hier sind bestimmt noch mehr. Steigt von den Pferden ab und macht sie nieder. Ja, wie hoch sind denn diese Häuserreste hier? Nicht mehr als 2 Meter. Also kleiner als ich. Genau, du bist ja 2,50 und dementsprechend müsstest du dich da abbeugen. Ja, dann würde ich mich hier erstmal an die Ecke stellen und mich ducken. Die ersten 3 Ferkiner sind von ihren Pferden heruntergestiegen und laufen oder gehen dann tatsächlich auch in eure Richtung. Die anderen verharren dann wohl in so etwas wie dem ehemaligen Dorfplatz. Und Rafim, du kannst eine große Katze bei ihnen erkennen. Das scheint wohl kein Löwe zu sein. Ja, ich würde mich mal umdrehen und nach hinten deuten, Dämon. Würfel mal eine Sich-Verstecken-Probe. Sie ist erleichtert um 5 Punkte, weil es dunkel ist. Erschwert, weil ich so groß bin. Ja, finde ich gut. Dann ist sie nur noch um 3 Punkte. Nur noch um 3 Punkte erleichtert. Oh, gar nicht schlecht. Die ist wirklich gar nicht schlecht. Dann stolzieren die Ferkiner erst einmal weiter mit ihren gezogenen Säbeln in die Ruinen rein und würden erst einmal sich weiter umschauen hier an dieser Stelle, wo sie gerade stehen. Ich möchte einen Flimflam zaubern. Okay. Frage, ist die Maßeinheit der Karte akkurat? Ja. Okay. Dann möchte ich die Formel wegmodifizieren und einmal die Reichweite erhöhen. Für Reichweite ist, glaube ich, 5. Also dann 12 halbiert sich runter auf 6er Erschwernis. Brauchen nicht viel Zauberkraft, deswegen bin ich Stufe 1 fertig und versuche nur gerade darüber wegzustärken, dass ich den Zauber nicht finde. Sorry. F. Hier oben. 6 Erschwernis, habe ich nicht eingetragen, aber hier alles locker geschafft und ich möchte hier halt das Licht erscheinen lassen. Okay, gut. Ist so hell wie eine Fackel, würde ich sagen. Also schon wirklich auf Bodenhöhe. Ich weiß nicht, wie gut ich das sehen kann. Notfalls ist eventuell irgendwie ein wenig hier rüber gehen, ungelenkt, dass er hier zwischen den Brettern irgendwie hindurch sehen kann. Schon auf Bodenhöhe, also dass es so aussieht, als wäre hinter dieser Steinfront irgendwie ein ausgebautes Lagerfeuer oder noch ein glühendes Stück Holz oder so. Alles klar, gut. Wie lange dauert das? Da ich mir nicht Zeit gelassen habe, nur eine Aktion. 2 Aktionen, sorry. Alles klar. Was tut Zulamin? Zulamin dirigiert Diamantas und Boltax aus dem Weg. Diamantas soll sich irgendwo einen Platz auf einem Haus als Schütze suchen und Boltax um die Pferde kümmern. Und sie bleibt selber mit Abelmir an diesen beiden Durchgängen, dass wir beide die halten können. Und orientiert sich aber schon mal in die Richtung, aus der sie Geräusche hört. Soll Boltax die Pferde rausnehmen aus dem Kreis? Nein. Nein, okay, einfach nur um die Pferde kümmern. Ja, dass die nicht von alleine irgendwie. Dass sie sich beruhigen, alles klar. Gut, dass, falls auch der Zand kommt, dass sie dann nicht aus dem Kreis rauslaufen, der sie ja schützt. Genau. Dann könnt ihr den Lichtball erkennen, wie er dort am Seebilde aufsteigt und die Schatten des Wassers vertreibt. Irgendetwas zieht sich da wohl wieder zurück. Ihr könnt irgendwelche Wurzeln erkennen, die abtauchen in die Finsternis und es plätschert wieder. Und dann könnt ihr hören, wie die Ferkiner anfangen, durch den Sand zu laufen. Da sind sie! Und ja, sie laufen tatsächlich an Rafim vorbei. Ja, wenn er an mir vorbeiläuft, möchte ich ihm natürlich das Schwert ins Gesicht hauen. Gut, dann machen eine Aktion Position und an der Stelle kannst du eingreifen. Wir würfeln Initiative. Realistischerweise haben sie auch eher 2 Aktionen Sprint gemacht. Ja, doch, ist okay. Dann haben sie 2 Aktionen Sprint gemacht. Ich habe eine Pferdeinitiative schon mal ausgewürfelt, aber weil sie gerade nicht so Pferd sind, bekommen sie dann ganz normal den 17 plus 1 W6. Ich habe auch nur 17, ich habe meine Waffe nicht. Dann haben sie auch tatsächlich 23. Sollen wir anderen auch schon mal, oder? Ihr dürft alle Initiative, ja klar, jetzt geht ihr alle in die Ini. Initiative mit Magierstab als Stab. Das geht sogar. Ja, so, ich überlege gerade. Wir fangen von unten an. Rafim, ja, du hast gesehen, sie setzen zum Sprint an, einfach weil sie dich noch nicht entdeckt haben. Wir sind du beginnst den Kampf in Kampfrunde 0 mit deinem ersten Schlag. Ist erleichtert um 8.
Wie sind die Männer gerüstet? Leder. Wie groß sind die? Nicht größer als 1,70. Das sind Ferkina. Beziehungsweise nicht alle, aber also es gibt noch ein paar andere Reiter, die sind größer, aber die sind aktuell noch nicht hier. Aber so der durchschnittliche Ferkina ist nicht größer als 1,70. Ja, dann gebe ich denen nach der Finte und 6er Wuchtschlag. Ja gut, also Finte, sie können ja sowieso gerade nicht parieren. Achso, ist mir das klar. Dass sie so, ja, jetzt, dass sie so du hast angesagt. Ja, weil die jetzt zwei Aktionen Sprint gemacht haben. Du hast angesagt. Okay. Ja, dann gebe ich ihnen 14er Wuchtschlag. Nee, du hast die 8er Finte angesagt. Ja, okay, mir egal. Warte. Mann, so. Das ist nicht mehr der, das ist ja der Pylons. Ist das nicht generell ein Passierschlag von der Situation her allein schon? Kann auch sein. Nee, ich würde das nicht als Passierschlag, sondern als einfach aus dem Hinterhalt. Okay. 23 Schaden in sein Schildarm. Aua, wie? Die Waffe plus 12 Damage. Plus 12? Was rauchen die in Pylons? Also sie werden sowas haben wie eine Konstitution von 15 mit Eisern, dann sind das zwei Wunden, ist das eine dritte Wunde? Ne, es sind zwei Wunden. Darf nie im Leben eine dritte. Zustand, zwei Wunden. 23 minus 3 sind 20. Okay. Dann Wund, hier Selbstbeherrschung, Schwert und Schaden immer Wunschwelle. Ja, würfel ich einfach mal spaßeshalber. 1, 2, 3. Nee, ist eine 20 drin, dann fällt er um. Denn der Schaden über der Wundschwelle, den er hat, ist schon nicht ohne. Das sind, glaube ich, 10 Punkte oder so. Ja, dann kannst du ihm den Pylos aus dem Schatten geschwungen direkt quasi in seine Brust donnern. Nur irgendwie der Zufall sorgt dafür, dass du ihm dann nicht die Brust direkt durchschneidest, sondern dass er unglücklich getroffen wieder zurück gegen die Wand taumelt und dann direkt aus dem Sprint auch erstmal gegen den Boden gegensenkt, während die anderen erst einmal das noch nicht so wirklich realisiert haben. Du hast noch einen Angriff, ne? Ja, ich würfel da keine Selbstbeherrschung. Ich möchte ihn gern töten. Gut, dann gehst du einen Schritt hinter die Ecke. Und er ist nicht kampfunfähig. Er ist kampfunfähig, dann kannst du ihn im Prinzip aufspießen. Ist nochmal ein Angriff minus 8. Kannst du es in Todesstoß umwandeln oder so? Musst du nicht auswürfeln, er ist tot. Ja. Zustand tot. Okay, dann, das war Kampfrunde 0. Jetzt gehen wir in die Initiative 14. Serpentilio. Ich wollte gerade fragen, fehlt da nicht noch einer, aber nein. Freie Aktion, Feinde hier in den Ruinen. Serpentilio tut nicht, also er orientiert sich. Gut, er orientiert sich. Abelmir 16. Ich wollte mich überall orientieren, um meine Initiative nach oben zu pushen. Ja, Rafim. Ja, ich möchte ganz offensichtlich mit denen kämpfen. Gut. Ich nehme an, die drehen sich zu mir um, weil sie die höhere Ini haben und sich nicht in den Rücken lassen hauen wollen, richtig? Genau, die machen gleich eine Aktion Position und müssen sich dann tatsächlich auch um, nicht ganz 180 Grad drehen, aber so, dass sie dir zumindest, dass du ihn nicht in den Rücken schneidest. Also das machen sie auf alle Fälle. Ja, okay, das habe ich vermutet. Okay, also wir stehen dann jetzt voreinander. Fasse ich daraus aus ihrer Situation? Nee, Abstand ist, ich muss gerade mal gucken, wie viel Abstand habt ihr? 2 Meter oder so. Ja, ich Meter. Möchte sie schlagen. Hast du die Reichweite? Müsste es ja, ne? Ja, mein Ziel ist, sie anzugreifen. Ja. Sie haben mehr als 4 Punkte Initiative mehr. Das heißt, sie kämpfen nicht auf S, sondern sie gehen auf N mit ihren Säbeln. Das heißt, sie machen beide, sie machen einen Schritt freie Aktion auf dich zu und kämpfen dann auf N. Du darfst anfangen. Okay, warte mal, was sind nochmal die Erschwernisse? Ich habe die Reichweite-Erschwernisse nicht im Kopf. Ich glaube 4. Welche Reichweite geht's? Von S nach N. Also erst zu lang. Ach so, dann 6. Dann 6, ja. Entweder 4 oder 6. Okay, aber mich zurückzuziehen ist eine Aktion, korrekt? Also ein erfolgreicher Angriff, um meine Reichweite zu erhöhen. Genau, entweder ein erfolgreicher Angriff erschwert um 4 oder um 8, wenn du 2 Reichweitenklassen haben möchtest, oder du machst dann einfach einen freien Schritt zurück, aber dann kriegen sie natürlich einen Passierschlag. Dann mache ich den freien Schritt zurück. Ja, dann kriegen sie einen Passierschlag. Das machen sie auch.
Es ist schwer, wenn du die üblichen 8 oder 10 Punkte, ich glaube nur 8, oder wenn du ein Klingentänzer bist. Um 8. Dürfte reichen. Müsst ihr nicht Dunkelheit noch reinspielen? Stimmt, dunkel ist. Nee, sie haben einen Flimflam in ihrem Rücken. Das ist gut. Aber ich habe den Flimflam mal extra auf Boden Nein. Komm, jetzt haben wir alle Licht. Ich muss gerade mal schauen. Die Ferkiner kämpfen, die haben Wurfspeer, Steinaxt, Fausthieb, dann machen sie jetzt gerade mit der Steinaxt. 1W6 plus 4. Beide Treffen sind einmal 8 und einmal 7. Wie hoch ist dein Rüstungsschutz? Der schlechtesten Stelle 12. Okay, dann wissen sie auch, wie sie demnächst kämpfen werden. Ja. Aber das war ja sowieso nur der Passierschlag. Jetzt kommt der Hammerschlag. Die sind noch vor mir. Also die könnten, glaube ich, zuerst angreifen. Sie. Ich möchte trotzdem wissen, was du machst. Ich möchte sie angreifen zweimal. Zweimal, das heißt, du hast keine Parade? Korrekt. Dann machen sie einen Angriff. Denke übrigens dran, dass du 1W6 in ihn verlierst für jeden Passierschlag, den du triffst. Oh, ja. Also für jeden, der trifft. Ja, wir haben beide getroffen. Mhm. Also getroffen, sofort. Aber keinen Schaden gemacht. Das ist gut. Sie gehen tatsächlich beide wieder auf N. Machen aber also keinen Angriff. Schaden. Ja, sie genau, es ist ein Angriff. Damit machen sie keinen Schaden, aber sie würden ganz gerne wieder die Distanzklasse verkürzen. Das ist beides mal gelungen, trotz der Entfernung zu dir, weil sie die falsche Distanzklasse haben. Korrekt. Gut, dann darfst du deinen Schlag machen. Genau, um 6 erschwert. Ich möchte erstmal einen von ihnen angreifen. Darfst du auf der falschen Distanzklasse... Ja, um 6 erschwert. Ja, eine Distanzklasse ja, bei zwei Distanzklassen dürfte er nicht, ne? Okay, gut. Also wenn jetzt jemand mit DKH ankäme. Genau, das war die Frage, ob du dann überhaupt noch machen darfst. Warte mal, wie viele freie Aktionen habe ich in einer Runde? Zwei plus eine für jeden Indie-Schritt über 20. Genau, wenn du bei 21 wärst, jetzt so eine dritte. Okay. Also Armin hat eine dritte und Zulamin hat im Moment auch nur eine dritte. Ja, ich möchte einen von ihnen angreifen, sagen wir den rechten. Würde ihn treffen. Ja, er hat, glaube ich, er hat sich einmal umgedreht und er hat angegriffen, dann hat er nichts mehr. 20 in den Torso. 20 in den Torso sind 2 Wunden und 2 Zusatzschaden. 2W6. Achso, weil die Wunden der 9 haben. Mit 6. Ja, es sind 26. Ich glaube, seine Selbstbeherrschung muss ja nur gegen den ursprünglichen Schaden würfeln. Nicht, das ist korrekt. Ich würfel einfach mal eine exemplarische. Da ist eine 18 bei. Das ist generell alles sehr hoch. Wenn dann fällt er auch um. Zustand. Ich habe da jetzt keine Lust zu rechnen. Dann fällt er um. Verschiedenes. Ich gebe ihm einfach mal betäubt. Gut, dann ist Rafim fertig. Serpentilio 16. Tut nichts. Also guckt sich das mir und sagt, Schlüssel leise. Ich orientiere mich nach Norden und gucke, ob wir von Norden noch was durchkommen. Ich probiere die Eingangsstellen, Zugang. Innerhalb des Schutzkreises? Ja, mehr wie ja. Dann sind die anderen abtrünnigen Ferkiner dran. Ich orientiere mich. Du orientierst dich. So, dann habe ich hier 1, 2, 3. 1. Die gehen dann in sowas wie einen Sprint. Ja. Und diese hier... Das sind Ferkiner, die sind wahnsinnig. Der reitet zumindest hierhin. Und der andere reitet in den Süden. Dahin. Und die große Katze springt hier auf ein Haus. Na, noch nicht ganz. Springt erstmal dahin. Und es gibt weitere Rufe von den Ferkiner. Sie schreien nach einem Harlejin. Das waren meine Aktionen mit den Ferkiner. Ich bin fertig. Harlejin ist oben am Schlachten zu Lamin. Die Katze kann ich noch nicht sehen, oder? Die ist noch hinter dem Gebäude. Ja. Ja, dann bleibe ich da. Gut, tust nichts weiter? Nein, ich denke nicht.